Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit Asura. So. Hat die letzten Tage leider keine Zeit. Deswegen überlege ich gerade, was ich überhaupt tun wollte. Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich irgendwie wieder an den nächsten Punkt erobern, oder ist sicher. Weit geht's. So, da. Ah. Guck mal, was uns hier erwartet. Das bin ich mir gerade nicht sicher. Fragt ihr gerade, wie groß der Platz ist oder wie weit entfernt? Ich frag mal, wie groß ist dieser Ort? Ist der leer? Wir laufen schon seit Tagen. Fast da, hübscher Junge. Aber sind, ich habe das Gefühl, dass es unsere letzte gemeinsame Mission werden wird. Jeder wird seinen eigenen Weg folgen, nachdem diese Mission komplettiert ist. Willst du mich freilassen? Ich will nicht für ewig im Gefängnis sitzen müssen. Bist du ruhig? Bist du leer oder irgendjemand wird dich hören? Ich werde einen Weg finden, dich freizulassen. Und Kisha und Leri, beide sehen sehr niedergeschlagen aus. Wenn wir es verhauen, glaube ich nicht, dass irgendjemand auf unserer Seite sein wird. Besonders Cleary, ich war sehr schockiert. Sie kommen her, wir reden später drüber. Sind wir endlich im Ilfricwood? Ja. Ja, Cleary, wir sind hier. Gut, wachen. Ihr dürft nun gehen. Aber Hohepriesterin Zoruda hat uns befohlen, bei euch zu bleiben, bis die Exekution stattgefunden hat. Und ich befehle euch zu gehen. Ich werde den König Bericht erstatten, nachdem ich den Gefangenen exekutiert habe. Wie erwünscht, Hohepriesterin. Ja, doch was vor. Was planst du, Clary? Nun kannst du es uns erzählen. Ich glaube nicht, dass du eine schlechte Person bist. Was du um den Thronsaal erzählt hast, ist nicht wahr, oder? Tut mir leid, ich habe meine Gründe. Scheint, als würde der Gefangene aufwachen. Was? Bist du wach? Töte mich einfach hier. Deine Geschichte über die Plage, die ist nicht wahr, oder? Du hast gelogen, um dich selbst zu retten. Warum sagst du sowas? Ich kenne dich. Jemand wie du ändert niemals seine Wege oder Arten oder ach, keine Ahnung. Sein Verhalten. Es war die Plage, ist die Wahrheit. Er zerstörte das Land Schloss Meyer und wir sind die Ersten, die den Preis dafür bezahlen müssen. Diese Plage ist eine. Ist ein Zeichen, die Götter uns schicken, um ihren Zorn loszulassen. Viele von uns sind gestorben und es verteilt sich über unsere Dörfer. Bald werdet ihr auch dieses Schicksal leiden. Unsinn! Also, was sollen wir mit ihm tun?
Wir werden ihn weiter eskortieren, bis wir einen tieferen Teil des Waldes erreichen. Wir können ihn freilassen, soweit es sicher ist. Und wir betreten bald Alfis Territorium. Wir müssen extra vorsichtig sein. Ihre Schwarzmagie in diesem Gebiet ist sehr stark. Ich glaube nicht einmal. Ich meine, wie stark? Sie haben ihre Zaubersprüche überall weit gesprochen. Und sobald du einmal in ihre Falle tappst, kannst du für immer verloren sein. Ernsthaft? Ich habe schon viele Fälle von Ehre-Soldaten gesehen, die den Wald betreten haben und niemals zurückgekommen sind. Ich glaube schon, dass das echt ist. Klingt gruselig. Wobei ich immer noch skeptisch deswegen bin, Kommandant. Egal was passiert, wir müssen zusammenbleiben als Gruppe. Wenn einer von uns separiert wird, wäre das das Ende. Und Drachen. Was? Dieser Wald ist auch dafür bekannt, eine Drachenbrutstätte oder was auch. Drachenhort, Hort. Hort war das Wort. Zu sein. Wenn ihr euch verwehrt, dann werdet ihr wahrscheinlich euer Armbrot werden. Na super. Seid ruhig, ihr zwei. Lasst uns gehen, bevor es dunkel wird. Wir kommen schon. Oh Mann. Das ist ein lustiges Land hier. Gibt's ein Ziel? Nö. Sei extra vorsichtig. Na gut, ich passe auf. Eine verrottete Leiche. Keine Runden zu sehen. Und sowas. Oh, was ist denn das? Eine graue Schatztruhe? Was kannst du denn? Immun für any basic attack. Naja, verschließt du dich mal. Boah. Heftiger Konter. Ach du meine Güte. Hat was ausgehalten. Jetzt bin ich ein Silvermix-Layer laut Steam.
Zum Glück kann sie so schön heilen. So, wer bist denn du? Der Edgar. Er möchte einen Brief haben. Ah ja. Komische Pflanze. Und Pilz, ja. Warum ist nicht wieder so ein komischer Silber-Niek? Aha. Ich glaube, da habe ich nichts. Na. Oh. Das geht ja. Was gelernt. Gleich mal nachgucken. Was denn die Gute gelernt hat. Ich drücke auch immer wieder den falschen Knopf. Ich glaube, das werde ich niemals ablegen. Ah, endlich Flair erlernt. Hab gehört, das kann man mit einigen Sachen kombinieren. Um United Skills zu bekommen. Runter. Puff. Insektenbein. Stimmt, ich kann immer noch nicht craften. Warte, ich bin zu blöd zu finden. Ich hatte beides für möglich. Leer. Einfach leer. Ach, sie hat wohl doch was. Hey. Jetzt geht das mit dem Gift wieder los, geht es ja sagen wir mal ein bisschen Geld und alles. Vielleicht kann ich mir dann irgendwann auch wieder was Cooles leisten. Muss ich mir Bäume malen. Ein neuer Speicherpunkt. Was ist er denn? Hier 407 vermisste Soldaten letztes Jahr. Ich habe tatsächlich das Ziel gefunden.
habe ich keine Karte mehr. Da stand auf dem Stein irgendwas vom Osten. Vielleicht gehe ich mal nach Osten. Oh, ist das so ein Drache? Ja. Meine Güte, der lebt ja immer noch. Nützt ihm natürlich nichts. Bin ich wieder hier. Jetzt bin ich woanders. Der Baum sieht cool aus mit dem Wasser unten drunter. Das heißt, es steht hier nirgendwo was. Hau mal raus. Boing. Kriegst du mal ein paar mehr XP. Mit dem Triple Kill. Oh. Sind was Grünes gelernt. Attacke und Treffer für 4 Runden. Ich hab voll wenig Mana Potion, sehe ich gerade. Das passiert eigentlich, wenn ich zurückgehe. Was sieht denn hier aus? Interessant. Ah. Hier sieht's aus. Ich würde gerne einfach mal jetzt runtergehen. Das klappt bestimmt nicht. Ein Wölfchen und ein Drache. Kontert ihr mal alles. Wie? Der hat echt hier aus. Das hab ich trotzdem mal falls normale Angriffe. Ja, reicht. Man muss ja auch auf die MP gucken.
jetzt vielleicht irgendwann mal wieder Zeug zum Heimweg gekauft habe. Sieht immer alles gleich aus. Schade. Nein, der Naga. Oh Mann. Ein Mensch. Menschliche Gegner ist neu. Glaube ich. Bum, 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 bum. Ach Quatsch, ich wollte mal hier sowas nehmen. Hab ich's denn? Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Ich gebe es zu. Wahrscheinlich gibt es irgendwas, was man nur sehen muss. Oder so. Keine Ahnung. Bin ich gerade so blöd für Schrips, ja. Was? Ich mache mal kurz einen Schnitt und dann suche ich mir den Weg und dann geht's weiter. So. Also bis gleich.